Hallo Und herzlich willkommen zu 100 und was ist es? 68. Hab keine Ahnung. Ich hab komplett den Zusammenhang verloren, wo wir überhaupt schon sind, wenn ich mir überlege, wie viele Folgen das schon sind. Es ist Wahnsinn. So, zurück zur Altbewertung. Ich habe ein bisschen schöner gebastelt und ein paar Dinge gemacht. Zum einen, wie gesagt, Kabel vorgerollt. Und hier schon mal angeschlossen. So grob. Drüben ist noch nicht angeschlossen, wie ich gerade sehe. Ich glaube, das springt mir gleich aus allen Nähten, wenn ich das mache. Pass mal auf. 7. Okay. Ich habe mir. Ich glaube, ich hatte das ja schon gesagt. Wir haben ja hier einen Interface, was wir brauchen. Das heißt, die Crafting-Zette brauchen wir vorne. Wir werden mal hier hinten. Das ist ein Spaß-Interface. Ich erkläre gleich mal nochmal zwei, drei Dinge, die ich gemacht habe. Also, zwei, drei Dinge sind eigentlich nur eine Sache, die ich gemacht habe. Die allerdings relativ wichtig ist, die ich erwähnen haben wollte und nicht einfach so nebenbei rumstehen haben. Ich habe hier eine Kiste stehen. So, ne? Kiste. Die hat einen Storage-Bus drunter. Und das hat einen Grund. Würde ich das nicht tun. Wo ist Storage-Bus? Ich könnte hier vielleicht mal diesen noch machen. Sieht man es von oben nicht so schlimm. Kann man genau wie hier schön gucken. Ganz einfach. Wir können zwar Wassereimer und Freshwater jetzt craften hier drüber. Über ein System. Aber wir können keine Eimer sehen. Denn wir haben ja nirgendwo einen Storage-Bus, der irgendwie uns diesen Eimer für das Crafting zur Verfügung stellt. Wir müssen den ja immer irgendwo rumschwirren haben. Was bedeutet, wir müssen irgendwo einen kleinen Puffer haben und das ist dieser hier. Mal folgendes, jetzt stellen wir das Ding ganz kurz darüber hin. Was nichts wird, okay. Dann so. Ich hoffe mal, er kann craften. Wir werden es gleich sehen. Also wir können jetzt halt einen Eimer reinschmeißen, wir können auch Wassereimer reinschmeißen. Relativ egal, wenn wir jetzt hier Freshwater Craft Go. Crafting ein Bucket, Crafting Freshwater. Kanzel. Start. Okay, das wird spannend. Moment. Ich probiere nochmal eine Sache ganz kurz. Mit diesen da machen. Nein, können wir dann den da machen? Und wir können das Ding drauf. Ich bin mir gerade unsicher, wie das jetzt problematisch vielleicht ist hier mit dem Eimer. Machen wir es mal so. Verschwunden. Go, go. Dürfte jetzt ein Wassereimer craften. Hoffentlich. Crafting Water Package. Craft den Wassereimer nicht. Beziehungsweise er nimmt den nicht wieder raus. Warum nimmt er den nicht raus? Push, Pull. Nicht Pull. So. Haben wir jetzt? Jetzt haben wir es gecraftet. Okay. Also anscheinend können wir keinen vollen Wassereimer drin haben. Sonst spackt unser System. Aber wir können. Moment. Ja, okay, wir machen aus. Ach, wir machen aus einem Eimer ein. Oh, das ist ja toll. Machen aber auch aus einem Water Bottle Fresh Water. Das ist besser. Denn eine Water Bottle braucht weniger Wasser zum Füllen. Es ist im Endeffekt total sinnlos, ob man das jetzt so. Ach komm. Ach, ist egal. War wieder viel zu viele Gedanken über Optimierung, die eigentlich gar nicht notwendig sind. So, hier, die Dinger brauchen. Wir haben hier eine Crafting gerade drin. Das versaut alles gerade. Okay, wir müssen mit Subchanneln arbeiten. Wir brauchen das am System, wir brauchen das am System, wir brauchen das am System, wir brauchen da drüben die Dinger am System. Da drüben haben wir aber einen dauerhaften Export von. Was? Vor allem, das kommt von drüben, das kommt von hinten. Das ist okay, das ist separat. Da müssen wir dann mit dem weißen Kabel nochmal irgendwie drüber.
Ansonsten muss ich nochmal überlegen, wie wir das hier machen. Theoretisch brauchen wir das hier gar nicht. So. Shit. Problem ist, alles Crafting muss in einem Subnetzwerk sein. Und das macht es gerade ein bisschen problematisch. Ich meine, wir können jetzt einen Controller nutzen. Aber ich habe eigentlich nicht vor, mit dem Controller hinzupacken. Kriegen wir es mit 8 Schellen irgendwie doch hin? Warte mal. Wir brauchen alles Crafting-basierte brauchen wir in dem einen Netzwerk. Das heißt, wir brauchen dieses Interface. Das ist wichtig. Das hier ist ein dauerhafter Export-Bus. Der muss nicht craften. Der exportiert einfach nur. Nein. Ups. Nein. Noch nicht. Ich bastel gerade an einer Certus Quartz Vervielfältigung. So. Wir brauchen das Terminal nicht am Netzwerk. Wir brauchen aber das Crafting, brauchen wir alles am Netzwerk. Das wird schlecht. Okay, wir brauchen Controller. Anders kriegt man es nicht hin. Okay, das ist doof. Das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Okay, dann. Ja, arbeiten wir farbigen Channel und machen das über den Controller, okay. Schade. Aber, naja, was will man machen? Gut, du gehst weg. Nein! Was? Du gehst weg. So. Woher hast du noch Strom? Wenn ich fragen darf. Woher brauchen wir überhaupt noch mehr Channel? Moment, brauchen wir noch mehr Channel überhaupt? Bevor ich jetzt irgendwas mache, brauchen wir überhaupt noch mehr Channel? Ich glaube, wir brauchen noch gar keinen Channel mehr, oder? Wofür wollte ich jetzt hier hinten das Ding mit Deutsch Bus machen? Wir gehen hier mit was vollkommen anderem hin. Das brauchen wir gar nicht. Ich bin doof. Also ich hoffe, wir brauchen es nicht. Weil das Ding ist nur dafür da, Freshwater zu craften. Was anderes tut es nicht. Dieses Subnetzwerk. Und dafür reicht's. Okay. Das Ding müssen wir aber trotzdem umfärben. Das geht so nicht. Das heißt, der Export kommt auf die Seite. Ich habe da übrigens gerade hingezeigt. Ich weiß, ihr könnt das nicht sehen, aber wie gesagt, ich bin eine Person, die sehr stark mit eigentlich Händen und Füßen gestikuliert, um auszudrücken, was sie jetzt meint. Das Problem ist, dass es im Internet immer schwierig, wenn dich keiner sieht. So. Das ist weiß und das machen wir mal irgendwie andersfarbig. Light Blue ist eine schöne Farbe. So. Hallo. So. Bist du das Netzwerk hier, Lightblue? So. Mensch, ich möchte es gerne schön haben. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es lieber, wenn es so wirklich schön sind. So, das weiße Ding hier. Dafür brauchen wir Storage Bus und Export Bus. Also Storage Bus und Interface Kombination. Wir brauchen Kabel. Haben wir noch weiße? Ich habe noch weiße Kabel, wunderbar. Lalalala. Das war nicht durchdacht. Oh Gott, jetzt gehen wir doch über sieben Umwege. Die Sache ist die. Um mal zu erklären, warum ich hier überhaupt das schwarze Kabel genommen habe. Das schwarze ist der Strom, der von hier kommt. Das weiße ist der Strom, der aus unserer Base kommt. Und den möchte ich nicht. Mich stört hier schon, dass wir hier praktisch den Strom aus der Base nutzen. Vielleicht ziehe ich hier auch nochmal das Schwarze rüber und lege den Strom unten auf das schwarze Kabel. Denn ich möchte nicht den Strom aus der Base hier nutzen. Das ist, ja, wir wollten es ja hier selbst bauen und alles bauen. Und plötzlich ein Podest mit Bienen. Da hatten Purple und ich Tropical gesichtet. Wie kriegen wir das jetzt am besten verbunden? Verdammt.
komme aber nicht anders hin. Es sei denn, ich gehe mit dem weißen Kabel einmal da hinten. Mach das so. Es ist jetzt wieder komplett Fehlplanung von mir. Aber ich hoffe, ihr steht das durch. Wenn nicht, ich habe es schon mal gesagt, kann auch anders gucken. So. Hier nochmal. So. Einmal so. Dann auf weiß. Okay. Gut. Weißkabel geht dahin. Und hier arbeiten wir aber dann mit Storage Bus und Interface, denn ich möchte gerne einen Shell benutzen, aber ich möchte ja gerne alle Öfen dann befeuern mit dem Zeug. Das heißt, wir packen einfach mal hier, wo dieser wunderschöne Bogen ist. Packen wir uns einfach hier hin. Dann hat dieser Bogen ein bisschen Sinn. Weiß nicht. Interface. Kabel. Okay, dann brauchen wir jetzt Stick. Mensch. Das kann weg. Stick. Hier. Export Stick. Ja. Wir brauchen hier noch ein Quarzding. Klick. Und. Nein, falsch. Klick. Weiß. Yeah, jetzt haben wir es doch. Okay. Ich packe da mal eine Acceleration Card rein, einfach nur weil wir es haben. Okay. Ich kann damit leben. Gut. Okay. So, dann der Export, was hier vorne, den müssen wir noch konfigurieren, dass wir hier, wir haben ja die Crafting Card, das ist richtig, wir müssen das Fresh Water, da brauchen wir auch noch eine Acceleration Card drin. Brauchen wir sogar zwei drin. Denn das wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen. Also ich denke, wir brauchen zwei, ich bin mir unsicher, wir werden es dann sehen, was so die Zeit ergibt. Okay, nochmal ganz kurz rekapitulieren, was wir jetzt haben. Wir haben das System. Also hier drinne speichert er übrigens alles, das Freshwater auch. Ja, das ist ein bisschen. Na ja, gut, es wird dann hier halt ja alles exportiert, ist ja geil. Wir machen es jetzt einfach mal und gucken mal, was passiert. Yeah, wir haben das erste Aqua. Hier noch. Nein! Ah, ich bin doof. Ich wollte den daneben abbauen. Blöder Step Assist war wieder unterwegs. Ihr seht ja, wie schnell das Wasser ist. Also wie schnell das Wasser weggeht. Aber wir sind immer noch schneller, als er hier komplett leer ist, oder? Ich weiß es nicht. 8, 9. Es geht, glaube ich, viel zu langsam, ne? 11, 12. Na gut. Wie viel Wasser brauchen wir eigentlich für das Rezept? Da, Quarz. Zwei Wasser, vier Vitreos, okay. Na, wir werden sehen. Okay, ich forme mal ganz kurz hier das Ding. So, und hier stellen wir schon mal ein Quarz. 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 Wunderbar. Das heißt, er zieht sich hoffentlich das Wasser rein. Nicht. Warum nicht? Okay, Maus nochmal. Vielleicht Kabel neu verbinden. Vielleicht hilft das. Nee, hilft nicht. Warum hilft es nicht? Warum geht da kein Wasser rein? Weil, ich kann es euch sagen, wenn ich wieder doof bin, wir haben vergessen, Nitro hinzupacken. Nee, hehehehe. Gut, das machen wir weg. Dann guckt hoffentlich keiner hin. So, jetzt dürfte da was rein. Ja, wunderbar. Okay. Mein Fehler. Entschuldigung. Okay, wir haben das drin, wir haben das drin. Wir brauchen also hier noch eine Möglichkeit dann zu exportieren. Das heißt, wir brauchen hier nur einen Export-Bus. Der dann für das Service Quartz zuständig ist. Ups. Ich mach das schon mal so. So.
Das ist kurz. Und das Ding wird unermüdlich weitermachen, bis wir es deaktivieren. Und deaktivieren tun wir es, indem wir hier hinten die Quarzzufuhr unterbrechen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich dann hier zwar einen Stack drin, der nochmal verdoppelt wird. Das heißt, wir haben dann noch, also wir haben rund 128 mehr Quarz, als wir eigentlich praktisch mit dem Limit dann erreichen wollen. Aber na gut, erstmal müssen wir zu dem Limit kommen. Gut, hier brauchen wir auch noch was. Für, ja. Haben wir, warte mal, Formation Plane. Wir können doch die Formation Plane wunderbar nutzen. Glaube ich zumindest. Die Annihilation Plane kann ja nicht filtern. Oh, ich muss niesen. So, da habe ich es nicht geschafft, mich zu muten. Das heißt, das muss ich jetzt dann manuell rausschneiden. Toll. Okay. Auch noch Arbeit. Formation Plane. Ja, sie juckt immer noch. Das ist doch blöd. So. Formation Plane. Auf der einen Seite wäre es natürlich cool, alles über ein Ding craften zu lassen, aber... Also wir werden wahrscheinlich hier drüben nochmal ein kleines separates zusätzliches System haben, was fürs Craften vom Rest zuständig ist. Yay, wir sammeln Freshwater. Wunderbar. Ja, Problem ist, wenn wir jetzt nur eine Crafting Storage haben, dann muss es sich halt abwechseln, dann sind wir langsamer. Dann machen wir doch lieber zwei gleich. Okay. Lalala. Storage. Crafting Storage. So, haben wir das. Und dann eine 1K. Mehr brauchen wir da nicht. So. Brauchen wir noch ein Interface. Go. So. Und Molecular Assembler brauchen wir noch. Ah, den haben wir noch. Gut. Ich frage mich, hier konnte man auch Karten reinlegen, ne? Ja gut, aber das... Das geht schnell genug. Okay, dann bauen wir hier oder hier. Bauen wir hier das ME-System? Keine Ahnung. Brauchen wir auf jeden Fall noch Crystal Growth Chamber. Crystal Grow Accelerator. So. Oh mein Gott, das wird lustig. Nein, ich möchte gerne die craften. Nein, ich möchte gerne diesen Block aus dem craften. 3, 4, wie viel kann man machen? 4, 5. Arbeiten wir nur mit 5, ist ja egal. Cable. Go. Quarz. Go. So. Okay. Einmal ganz kurz warten. Und so. Gut, 5 Dinger davon. Möchte ich das sehen? Irgendwie möchte ich es schon sehen. Ich kann es gar nicht sehen. Dem nicht. Nee, bringt nichts. Okay. Ich überlege gerade, ob man es irgendwie schön bauen kann, dass man es trotzdem halbwegs sieht, aber nee, da wird nichts. Können so machen. Müssen wir aber trotzdem da. Ach komm. Ehe ich jetzt da über 10 Umwege rangehe, muss einfach komplett hier unten. Also, klick. Einen, das war den nicht. Cable. Ein, hallo. Zwei, drei. Das war genauso dämlich. Egal. Ein da. Ein da. Ein da. Ein da. Das Kabel kann weg. Hallo. Das Kabel kann weg. So. Hier einmal eine Verbindung. Wunderbar. Hier können wir auch verbinden. Und dann können wir hier oben die Verbindung lösen. So. Und dann haben wir das somit auch schon fertig. Okay. Wir können natürlich das Ding einfach noch drehen. Dann können wir da oben die Verbindung ein bisschen... Hallo. Hörst du mich? So, okay.
Satz mit X, das war wohl nix. Das geht natürlich so nicht. Man muss so. Dass wir auch unten einfach ein Quarzkabel dran ballern können. Und damit keinerlei Probleme kriegen. Mit dem Powern von dem Zeug. So. Und hier haben wir dann erstmal einen Wassereimer drin. Mensch. Water Bucket. Einmal diesen. So. Ja, okay. Ich war gerade gedanklich wieder fast verwirrt. So. Und zwar können wir hier in der Formation Plane auch sagen, dass wir gerne sieht. So diese Surto Squad Seed, die wir haben. Brauchen auch den Koppelgen. Verdammt, wir müssen. Also, wir sitzen hier noch ein paar Folgen, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. So, und zwar können wir hier sagen, dass wir gerne Blocks will be dropped as items. Es ist bei Items normalerweise egal, aber wir können praktisch hier die Surto Squad Seeds die ganze Zeit ausploppen. Nennen wir es ausploppen. Ja, alle Items, die also in dieses Subnetzwerk wandern, werden automatisch darunter gewandert und das ist dann ganz einfach geregelt mit dem Export-Bus. Das heißt, wir können das einfach so machen. Interface. Ah, natürlich. Interface. Wo hat er es jetzt hingeplatziert? Das heißt, da unten hingeplatziert. Ach, verarsch mich doch. Nee, der hat doch erst drunter ge... Och Mann. Warum? Ich will doch einfach nur... Mach mal so. Ciao. Ciao. Interface? Hier dran. Danke. Export-Bus? Ja, super. Toll. Klasse. Ich mache jetzt mal Folgendes. Machen das hier hinten mal mit einer Verbindung. Die nehmen wir ja in keinen Channel weg. Von daher ist das egal. Dann nehmen wir hier Quarz. Oder das. Und dann ist das fertig. Hier müssen wir dann halt nur noch die Seeds reinpacken. Und eine Crafting Card vielleicht noch. Hallo? Card. Crafting Card. Einmal diese. Ich habe ganz vergessen. Ich habe ja gesagt, ich will heute streamen. Wir streamen auch heute. Um 15 Uhr. Das heißt. Ja, Folge ist jetzt fast zu Ende. Also. Ja. Entweder es ist schon im Video eingeblendet gewesen, dass ich jetzt streame. Oder wir gucken mal. Ich will das ja heute mal probieren. Mit Stream, ob das so geht, wie ich mir es überlegt habe und vorstelle. Und. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ich will es mal so ein bisschen synchron bauen, wie da drüben. Das heißt, wir bauen hier das Ding, da das Ding und hier das Ding. Und dann haben wir hier nochmal zwei Kabel. Man weiß ja nie für was. Was ist denn so verbunden? Okay. Jetzt kurz am Rücken kratzen. Ah, gut. Ja, das Ding muss eh ans Crafting-Netzwerk. Das steht schön fest. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 3 Channel in Benutzung. Hier müssen wir auch verbinden, weil sonst haben wir genau das gleiche Problem wie auf der anderen Seite, dass das Ding keinen Strom kriegt. So. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Channel in Benutzung. Das geht vollkommen klar. Wir müssen halt noch Cobblestone produzieren und den da reinleiten. Moment. Kommt gerade eine Idee. Oh, wir machen das. Es wird so kompakt werden, das blöde Ding. Aber, naja. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, wir können ja hier vorne den Cobblegen bauen. Und, da wir hier wahrscheinlich kein Terminal haben, so wie drüben, bei dem Wasser. Das Wasser, beim Wasser kommt auch weg wahrscheinlich. Das Terminal. Bogen. Wir können das ja hier oben drauf bauen. Ein bisschen mehr Arbeit, das alles schön zu machen. Aber wir können das hier oben drauf basteln. Indem wir einfach Cable Anchor nutzen. Cable Anchor. Und damit sparen wir uns sogar Folgendes. Dieses Ding. Ahem.
Ich muss aufhören, so kompakt zu bauen. Da blickt irgendwann keiner mehr durch. Das war falsch rum. Egal. Nein, was tut es? Nein, nein, nein. So. So, danke. Okay. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und das ist jetzt hier an dem Netzwerk abgetrennt. Hier machen wir eine Verbindung und wunderbar. Dann können wir hier den Cobblegen hinbauen, der direkt hier dran geht mit. Das heißt, wir haben hier praktisch noch ein Kabel, was rüber geht. Hier so. Und dann gehen wir hier drüber an den Cobblegen ran. Beziehungsweise kein Cobblegen. Wir machen es ja direkt so, wir produzieren Cobblestone, verarbeiten den direkt weiter zu Sandstone und nutzen, nicht Sandstone, zu Sand. Und ja, das brauchen wir dann für Crafting. Das heißt, wir haben praktisch hier oben nur einen Storage Bus für Sand. Das craften wir hier zusammen, das exportieren wir in das Interface ploppt alles da rein. Ich muss nur mal gucken, wie ich das dann regle mit dem An- und Ausschalten. Müssen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht irgendwo mal einen Torkelpass reinbuddeln. Dass er auf irgendwas keinen Zugriff mehr hat. Block Mode, Interface Terminal, Priority, okay. Nee, können wir leider nicht machen. Okay. Wir könnten das bauen. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Was brauchen wir noch? Wir machen die Seeds. Wir packen die in den Chamber. Wir müssen die noch raus. Das heißt, wir brauchen einen Filter. Eine Transfer Node. Und ein World Interaction Upgrade. Eins reicht. Surtis, Pure Surtis. Einmal das Ding da rein. Okay. Das Teil kommt dann hier mit dran irgendwie. Brauchen wir mal ein Interface. Beziehungsweise das ist ja dann. Genau, das brauchen wir dann hinten. Zur Weiterverarbeitung. Zur Kreuzverdopplung. Richtig. Das heißt, wir müssen praktisch dann nach hier mit, wir haben das Ding, welches einen Filter hat. Und ein World and Action Upgrade. Und jetzt hoffentlich in der Lage ist, wenn jetzt hier was reinplumpst. Moment. So. Upp. Nein! Manchmal hasse ich das. Wieder nur. Toll. Wie kann ich das jetzt testen? Leg's hier oben drauf und flieg weg. Okay, ein World in Action Upgrade reicht nicht. Zwei World in Action Upgrades. Yay, das funktioniert, okay. Ach, manchmal. Schlimm. So. Dann brauchen wir wieder ein Bucket. Water Bucket. Einmal Wasser da rein. Wunderbar. Und wir nehmen dann auf jeden Fall die Pure. Was? Pure Surtis Quartz Crystals raus. Und packen die in das besagte Interface. Dieses Interface ist dann hierfür zuständig. Das heißt, wir brauchen hier einmal nochmal ein Kabel, was rüber geht, welches weiß gefärbt ist. So. Und dann brauchen wir noch einen Export, den ich... ich weiß halt noch nicht, wie viele wir brauchen werden von den Furnace. Ich meine, ein so ein Pure-Ding produziert ja schon genug. Ah, ich weiß nicht, ob es schnell genug verarbeitet wird. Ja gut, im Notfall ist es halt langsam, es läuft halt ewig. Vielleicht optimieren wir es später mal.
Ist halt. Na, das ist, ja, nee, das ist egal. Okay. Das heißt, wir müssen. Einmal noch hier hin mit dem Kabel. Das färben wir nochmal anders. Was weiß ich. Gelb ist blöd, pink ist auch blöd. Hallo? Blau, green, red, black, flux, white, magenta. Ich find's toll, wie er immer mal wieder leckt. Most light gray. Ne, das erkennt man nicht den Unterschied. Zern. Hässlich, aber. Naja, gut. Nein, falsch. Kabel. So. Einmal nach hinten. Einmal verbinden. Beziehungsweise hier können wir einfach ein großes Interface nehmen. Dann wir keinerlei Probleme, machen wir es einfach so. Dann sparen wir uns einen Block. So. Lalala. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben das Subnetzwerk. Wir machen hier dann einfach eine Verbindung vom Strom her. Das geht ja ohne weiteres. Dann wird das Netzwerk gepowert. Wir nehmen hier den Service Quartz raus. Der wandert in das ME-System. Dieses ME-System wird es dann hier exportieren in das Teil. Und das die ganze Zeit. Folgendes Problem könnte jetzt natürlich auftreten. Da wir hier die ganze Zeit craften, müssen wir hier irgendwie detekten, ob wir hier zwischenspeichern. Das heißt, wir machen Folgendes. Storage Bus. Habe ich noch. Okay. Dann Tiny Chest. Chest. Mini Chest. Okay, geht auch. Das heißt, wir haben einen Stack, den wir buffern. Und mit diesem einen Stack werden wir messen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir messen werden, aber wir werden messen. Und damit werden wir hier unterbinden. Das heißt, wir werden dem Export-Bus jegliche Möglichkeit vom Crafting unterbinden. Das heißt, wir deaktivieren hier mit dem Toggle-Bus irgendwas. Das heißt, ich gehe einfach mal Folgendes. Das Kabel gefällt mir eh gerade nicht von der Struktur her. Machen das mal so. So. Ups. Nein, du musst noch da oben hin. Sonst haben wir nicht genug. So. Und dann gehen wir einfach hier hin. Gehen wir so hin. Und dann haben wir hier einen Comparator dran, der uns sagt, ob oder ob nicht. Wenn er sagt, ob nicht, dann. Dann würde den Export-Bus, wir machen hier eine Redstone-Card rein, einfach damit kontrollieren. Und das über zwei Wege. Wir werden einmal noch vom weißen Channel hier hinten irgendwas brauchen. Das weiße Ding deaktiviert ja dann nämlich noch hier oben diesen Export-Bus. Und da oben der Export-Bus, der ist notwendig von diesem Netzwerk. Also beziehungsweise von dem, was hier rauskommt. Hier vorne blubbert ja was raus. Das fangen wir auf in einem neuen Subnetzwerk. Das heißt, wir haben noch eine nächste Kabelfarbe, die hier lang geht. Die geht einmal von hier unten nach hier oben. Und füllt das Ding zuerst. Dass wir praktisch hier diesen ewigen Kreislauf haben. Wenn es voll ist, hat es eine zweite Storage-Möglichkeit. Das heißt, wir machen hier oben wahrscheinlich Storage-Bus anstatt Export-Bus. Ist wahrscheinlich besser. Ups. Und die zweite Möglichkeit ist das weiße Kabel. In das weiße Kabel packt er dann alles, was er über hat. Und das weiße Kabel sagt ihm auch, wenn er keine weitere Möglichkeit hat, mehr Dinge zu nehmen, dann schaltet er hier oben den Storage-Bus ab. Das heißt, hier oben wird nichts Neues mehr reingepackt. Und wir machen praktisch dann dieses rückschrittige, da geht nichts mehr rein, dann hörst du da auf, dann mach das, dann mach das, dann mach das. So, was machen wir nicht mal heute, denn ich bin eh schon wieder 5 Minuten drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen klemmen wir das dann mal an. Gucken, ob es funktioniert. Nicht im Stream. Ich weiß noch nicht, was ich im Stream machen will. Mal gucken. Wir müssen eh erstmal testen, ob es überhaupt so funktioniert, was ich da jetzt überlegt habe. Ach du meine Güte, was ist denn hier? Meine kleine Tierform. Auf Wiedersehen. Ich sage jetzt erstmal so, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sollten wir uns im Stream sehen, dann hallo. Ansonsten nicht hallo. Vielleicht bis irgendwann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen schönen Tag.
Und ja. Tschüss, auf Wiedersehen. Und ich bin nicht, ich bin eh schon viel zu. Ich muss jetzt Schluss machen, es tut mir leid. Tschüss.